Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Project Ozone 2 Cover Mode. Oh yeah. Jetzt, oh yeah, war eine kleine Einspielung. Wer jetzt weiß, wo er jetzt herkommt, der weiß, wo es herkommt. So, was ich eben vorhatte, ich habe hier gut was gesiebt. Ihr habt es gesehen, hat sich was verändert. Unter anderem, die Slabs sind ein Stück weiter nach oben. Denn ich muss zu meinem. Ich muss mal ganz kurz das Fenster dazu machen. Ich muss zu meinem eigenen Bedauern sagen, ich bin gestorben. Ja. Und zwar kennt ihr ja den Mod Vein Miner. Ich wollte hier die Barrels umsetzen, weil die voll Wasser gelaufen sind und naja. Hab mich dann verklickt und zack, alles ist weg und ich bin runtergefallen. Hab dann doch hier die Automatisierung gemacht. Weißt du? Und dann sehe ich hier so, geil, 46 Erde drin. Ich hau ein Erde rein. Rubber Tree Seed. Holz habe ich auch gut gesammelt. Das andere Zeug ist hier unten drunter. So, und jetzt der kleine Trick dahin. Wie ihr seht, das ist noch nicht abgeschlossen, weil wir einen Rubber Sapling brauchen. Einfach einmal platzieren. Abbauen. Saving Montage 1, abgeschlossen. Und wir kriegen eine weitere Loot Chest. So, Lava-Generation, Lava-Generation. So, wir müssen jetzt Lava herstellen. Wer hätte es gedacht? Das tun wir hier rein, kriegen wir hier raus. Eine Jukebox und eine CD. Nice. Können wir natürlich gleich mal reinhören. Das packe ich jetzt hier rein. So, wir brauchen 8 Clay. Ja. Und ich merke gerade, wir haben noch kein unendliches Wasser. Das haben wir auch keinen Eimer. Ich will hoffen, dass das sich jetzt relativ schnell auffüllt. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zack, 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 zack. Sehr schön, das füllt sich schon auf. Also 5 haben wir schon. Was brauchen wir danach? Porzellanclay und Unfired Crucible. Den können wir ja schon mal machen. Nein, keine Ancient Spores. Okay, habe ich nicht hier drin. Sehr schön. 8 Clay Popel haben wir. Wir brauchen aber gerade nur 7. Zack. Unfired Crucible. Haben wir aber beides gemacht und jetzt brauchen wir nur noch den Crucible. Oh, hier habe ich auch noch Charcoal gemacht, ne? Den einmal braten. Also Kohlemäßig sind wir schon gut aufgestellt. Das habe ich auch alles schon gesiebt hier. Redstone und Electrotine. Und auch das hier nebenbei. Jetzt haben wir sogar 2 Dias wieder. Quest updated. Wir brauchen jetzt nur noch hier weiteren Clay. Ah, jetzt habe ich nur 6. Ja gut. Ist ja noch schnell gemacht. Weil die anderen beiden dürften ja jetzt auch schon wieder aufgefüllt sein. Ich bin auch gerade ein bisschen mega nervös. Ich habe morgen, also morgen ist für mich Freitag, der 28. habe ich ein Vorstellungsgespräch und dementsprechend bin ich ein bisschen nervös. Ach komm, die Jukebox können wir mal hier aufstellen. Weißt du was? Hören wir mal rein. Machen wir einfach mal so. Ich hoffe mal, dass er so kein Copyright-Strike geben würde. Sollte eigentlich nicht. Besonders, wo ich die ganze Zeit so darüber laber. Aber naja. Eine weitere Loot-Chest, ein Chance Cube. Loot Chests öffnen wir, Chance Cubes erstmal nicht, bis wir in eine neue Welt kommen. Basic Bin. Das ist schon mal sehr gut. Nächste Quest ist dann der Koppelgenerator. Erst einmal machen wir den hier und 1, 2, 3, 4. Und dann packen wir uns hier den Koppelgenerator hin.
Und wir bräuchten einen Eimer. Merke ich gerade. Wie kommen wir an... Wir können... Ne, der Anfall Kleber hat kein Rezept. Wir brauchen Iron Place. Das heißt, wir brauchen Engineer Sammer. Mache ich mal gerade so. Das wird es im Moment brauchen. Ja, okay. Da gingen wir am Ende ein bisschen auf die Eier. Gut, machen wir unsere Musik wieder an. Alles klar. Haben wir noch was zu schmatzen da? Nabel. Ja, darauf freue ich mich am meisten, auf das richtige Essen. So. Oakwood brauchen wir zwei Stiggies. Einen String, dann haben wir schon mal einen Paintbrush. So. Ein Engineer Sammer. Sehr schön, das haben wir jetzt auch schon mal. Was ist denn das? Bam Bucket. Also aus Bambus bestimmt, ne? Ja gut. Da sind wir leider noch ein bisschen sehr weit weg. Zack. Eimer. Wasser. Dann machen wir noch ein bisschen Cobblestone fertig. Wir brauchen nämlich so gerade noch ein bisschen, damit wir diese Grundstruktur bauen können. Und auch halt noch was, damit wir ein bisschen craften können. Aber dann haben wir erstmal genug. So, 17 Stück. Das passt. Und dann machen wir hier nochmal Spitzhacke. So. Das Ganze machen wir gleich schön, wenn wir die Ressourcen haben. So, wir brauchen jetzt eine Transfer-Node und ein World Interaction Upgrade. Ich würde sagen, das machen wir zuerst. Wir brauchen 4 Lapis. Elektro-Teilen. So schnell kann das weggehen. Und dann doch noch ein bisschen Eisen. 3 Stück. Was brauchen wir hier noch? Oh, gut. Also gerade nur... Nee, Quatsch. 4, 5, 6, 7. Wir brauchen 7 Eisenbarren. Wir brauchen ja noch welche für die Elektroteilen. Dann brauchen wir hier 2 Cleanstone. 5 Cleanstone. So, dann fangen wir mal an zu craften. Im Grunde genommen ist es egal, welches Holz wir am Anfang nehmen. Hauptsache, wir haben es. Ich freue mich schon, wenn wir so weit sind, dass wir das ME-System haben. Time to mine, getting an upgrade. Wie sieht das hier aus? Ja, das braucht noch einen Moment. So, das sollte jetzt gleich fertig sein. Wir brauchen noch 2 Glas. Dann einmal schnell Sand gemacht. So, Cleanstone haben wir. Eisen ist jetzt auch jeden Moment fertig. So. Und ich merke gerade, ich habe mich verrechnet. Wir haben hier 4 zu viel. Das ist aber schön. Hier zu viel als zu wenig. Moment, ich mach's am besten so. Ich nehme das Redstone mal mit.
Transfer Node. Transfer Pipe. Und World Interaction. So. Einmal. Zweimal haben wir einen Redstone Block. Und dann 8 Wood. Und zack, die Transfernote haben wir. Die können wir schon mal hier ranpacken. Genau wie das hier. Da übertreibe ich auch gerne am Anfang ein bisschen. So. 8 Stück sollten wir erreichen. Das haben wir. Das haben wir. Das kommt da rein. Das packen wir da hin. Das braucht noch einen Moment. So. Aber wir haben schon mal die Quest abgeschlossen. Kriegen sogar noch einen Diamond Wand. Oh, bloß aufpassen damit. Das kann uns die ganze Gegend verballern. Redstone packt mal zurück. Jawoll! Dirtchess 9000! Wir haben Spiel durch! Yeah! Wir können sie jetzt hier hinpacken. Und da ist ein Buch drin. How to use your Dirtchess 9000. Welcome to your new Dirtchess 9000. Blub. Kann aber... Wobei, müssen wir die ernsthaft zurücklegen? Ne. Ach komm. Wir behalten das. Wir haben uns als Belohnung bekommen. Wir sind super. Ende. So, da kann aber momentan noch etwas spawnen. Auch wenn da gleich sich das gleich ändern wird. So. Was ist denn die nächste Quest? Saving Montage. Da brauchen wir eigentlich nur noch 16 Eisen. Wie sieht das aus? Das ist gleich sogar schon fertig. Es gibt noch eine bessere Methode, wie man das schmelzen kann. Werden wir auch später noch benutzen. Bloß, dafür brauchen wir die Smeltery. Okay, jetzt werden sich einige fragen. Was hat er vor? Ah, der will bestimmt hier Blazing Pyrophium machen oder... Keine Ahnung, oder... Oh, Blazing Pyrophium wird es sein. Falsch. Ich werde noch dazu kommen, was ich mal machen werde. So. Und Koppelgenerator. Warum kommt da nichts rein? Na, schade. Dann packen wir die auch mal hier unten zu. Und wir machen noch Drawer. Ja, das war super. So. Wir brauchen 8 Stück. Das war sogar schon viel zu viel Holz, was ich rausgeholt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Und Koppel kommt rein. Erster Meilenstein geschafft. Das heißt, wir können uns die Base erstmal gut ausbauen. Und da geht der Ludimond runter. Ja, wer es nicht weiß, das ist ein Emote aus dem Twitch-Chat vom amerikanischen Streamer It's Ludicolo. Ja. Wie erkläre ich? Ach, ist egal. Es ist jetzt erstmal egal, das kann ich irgendwann mal erklären. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt eigentlich erstmal auf die Smeltery. So, wir haben hier noch Clay über. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, können wir damit kein Grout erstellen. Oder? Genau, wir brauchen die Claypopel.
würde sagen, dann machen wir jetzt auch mal die Claypopel. Und wir machen jetzt erstmal eine etwas kleinere Smeltery. So. Hauen den Kobbel mal klein. Und zwar, nächstes Ziel Smeltery, deswegen, ich möchte schauen, dass ich Erze verdoppel. Erz verdoppeln sollte echt schon sein nächstes Ziel werden. Generell kriegen wir durch das, durch die Smelteries und durch das ganze Sieben so viele Ressourcen. Es wäre dumm, wenn wir das nicht machen würden. So. Grout können wir schmelzen. Wir brauchen Smeltery Drain, Controller, Seared Bricks. Seared Glass. Ein Casting Table, Casting Bazaar und ein Faucet. Und dann später noch ein Ingot Cast. So. Ich muss bei mir nochmal leiser machen, das ist gerade irgendwie die Musik ein bisschen sehr laut. Aber da meine Stimme immer noch hier den Desktop übertönt, ne? Kann ich davon ausgehen, dass alles in Ordnung ist bei mir. So. Was können wir jetzt machen? Wir können. Wie viel kommen jetzt schon? Alter, wir haben schon 280. Machen wir nochmal hier 5 Clay parat. So. Generell, ich liebe dieses System mit dem ganzen 7 und so weiter. Ist zwar ein bisschen sehr stark RNG-based, aber naja. So, nochmal 40 Grout. Holen wir hier schon mal die Bricks raus. Böse. Wir machen mal ganz schnell noch ein paar Slabs. Gut, dass ich das gesehen habe. So, alles safe. Das Schöne ist, wenn jetzt ein Drawer voll ist, fällt meine Flasche um. Wenn einer Drawer voll ist hier, werden sich die anderen füllen und wir haben dann am Ende 4000, 8000, 16.000 Cobblestone, etwas mehr. Also ich schätze mal, bis morgen werden wir das voll haben, da ich jetzt auch hier mal kurz gesehen habe, wir sind noch im Spawn-Area und nochmal hier rundherum schon ein bisschen Chunks geclaimed und geloadet. So, aber da drüben noch nichts ist, kann da nicht viel passieren. So, ich werde auf jeden Fall schauen, dass ich offscreen schon mal die Plattform was baue. Deswegen werde ich jetzt auch noch nicht hier die Smeltery aufbauen. Sondern nur schon mal anfangen, was wir zu bauen, was wir brauchen. So, Seared Brick, ein Lava Tank und ein Drain. So und so. Den Tank haben wir. Drain und genau für einen Brick haben wir noch. Zack und zack. Detect Submit. Ah, das geht auch super. Casting Bazaar Table und Seared Faucet noch. So. Den Faucet haben wir. Machen wir als nächstes den Casting Table. So. Theoretisch gesehen haben wir eigentlich quasi genug Blöcke für eine 1x1 Smeltery. Praktisch gesehen, warum eigentlich nicht?
Ich meine, wir müssten eigentlich... Ja. Ich glaube, das machen wir sogar. Ja, wir machen 901 Smeltery. Was fehlt noch? Also der Ingot Cast. Ja, das machen wir jetzt. Wir bauen uns eine 1x1 Smeltery auf. Wieso zum Henker? Was hat der Typ jetzt schon wieder vor? Nun ja, der Typ hat etwas vor. Es ist zwar eigentlich dumm, aber auch irgendwie nicht. Ich muss sagen, manchmal bin ich fasziniert von meinem eigenen Genie. Und das Genie sagt, wir sparen uns ein paar Ressourcen. Machen wir so, dann kommen wir da auch noch später ran. Sehr wohl. Oder machen es so. Ja. Das sieht zwar jetzt noch scheiße aus, aber keine Sorge, das wird hinterher auch noch scheiße aussehen. Das muss halt so. So. Alles klar. So, und da wir vergessen haben, hier Kobbel reinzuschmeißen. Verdammt. Hau ich mal so rein, dass er noch was brät. Mache dann offscreen hier mal eine... ja. Eine schön große Base raus. Dass wir auch was Platz haben. Und zeige euch dann, wie wir demnächst mehr Lava produzieren und dadurch eine bessere Smeltery kriegen werden. Ich würde dann auch sagen, das war's dann für die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben, wenn nicht, Anmerkung, Kritik, alles in den Kommentaren, ihr kennt den Rotz. Und dann würde ich sagen, macht gut, schwenkt ihr rot, bis zum nächsten Mal. Und tschüss.